Hallo Leute! Vor 250.000 Jahren dominierte der Neandertaler die Region Europa. Doch dann verschwand er allmählich und der Homo sapiens breitete sich aus. Bisher ging man davon aus, dass dies vor etwa 45.000 Jahren geschah. Forscher haben jetzt allerdings eine Entdeckung gemacht, die unsere Sicht auf die Geschichte verändern könnte. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Das bislang älteste Relikt unserer Vorfahren stammt aus einer Zeit vor 41.000 Jahren. Es ist ein alter Kieferknochen, der in einer Höhle in Rumänien entdeckt wurde. Die Wissenschaft ging bisher davon aus, dass vor 45.000 Jahren ein Wechsel in Europa stattfand und der Homo sapiens den Neandertaler allmählich verdrängte. Ein Fund bringt jetzt jedoch neue Erkenntnisse. Wie das Fachmagazin Nature berichtet, haben Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig Überreste eines Homo sapiens entdeckt, die wesentlich älter sind. Seit 2015 führen die Forscher in einer Höhle in Bulgarien Ausgrabungen durch und stießen dabei auf urzeitliche Werkzeuge, Tierknochen sowie menschliche Zähne und Knochenfragmente. Eine DNA-Analyse der Knochenfragmente ergab, dass es sich hierbei eindeutig um Überreste des Homo sapiens handelt. Über eine Radiokarbon-Datierung fanden die Forscher zudem heraus, dass die Relikte zwischen 45.820 und 43.650 Jahre alt sind. Einige Werkzeuge aus der Höhle sollen sogar bis zu 47.000 Jahre alt sein. Ein Beleg, dass sich der Homo sapiens bereits wesentlich früher in Europa verbreitete, als bisher angenommen. Die Forscher stießen noch auf ein weiteres interessantes Detail. Sie fanden heraus, dass die Werkzeuge auf jeden Fall von Homo sapiens hergestellt wurden. Überraschenderweise ähneln diese Werkzeuge den Gerätschaften aus Neandertal-Fundstätten enorm. Die Schlussfolgerung der Forscher: Neandertaler und Homo sapiens hatten engen Kontakt zueinander. Die Neandertaler schauten sich neue Erfindungen bei unseren Vorfahren ab und bauten sie nach. Wann genau sich der Homo sapiens tatsächlich in Europa ansiedelte, muss noch genauer erforscht werden. Klar ist nur, es war wesentlich früher als bisher angenommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk uns doch einen Daumen nach oben. Solltest du Anmerkungen oder Fragen haben, dann kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.